Viele Leute sagen ja irgendwie, oh nein, ich bin nicht gelenkig, ich kann kein Yoga machen. Und da habe ich mal irgendwo gelesen, das ist genauso, als würde man sagen, ich bin zu schmutzig, ich kann nicht duschen gehen. Viele sind ganz unterschiedlich. Die meisten Menschen fangen heutzutage mit Yoga an, weil sie Rückenbeschwerden haben oder ganz viel Stress im Alltag. Viele leiden unter Burnout und suchen dann etwas, was sie entspannt, wieder zur Ruhe bringt. Dann gibt es aber auch andere Menschen, die wollen einfach nur gerne trainiert sein, den Körper definieren. Man sagt ja, beim Yoga bekommt man schöne, schlanke Muskeln. Und das finden auch sehr viele Menschen attraktiv. Ja, es gibt verschiedene Wege. Wenn man noch nie Yoga gemacht hat, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man einen Einsteigerkurs irgendwo findet, wo dann auch kontinuierlich darauf aufgebaut wird. Dass man vielleicht in einem Studio ist, wo wirklich alles Anfänger sind und man dann regelmäßig einmal die Woche vielleicht erstmal dorthin geht und ja, wirklich Yoga von Anfang an erklärt bekommt. Man kann es natürlich auch alleine versuchen, aber am Anfang ist es, glaube ich, wichtig, dass man das richtig macht. Weil man kann natürlich, wie mit jedem Sport, auch sich ja, Verletzungen zuziehen, wenn man Yoga falsch macht. Kann das auch nach hinten losgehen. Viele Leute sagen ja irgendwie, oh nein, ich bin nicht gelenkig, ich kann kein Yoga machen. Und da habe ich mal irgendwo gelesen, das ist genauso, als würde man sagen, ich bin zu schmutzig, ich kann nicht duschen gehen. Das fand ich immer so ganz nett, weil gerade wenn man nicht gelenkig ist, dann sollte man auf jeden Fall Yoga machen, weil das ist auch so alltagsbedingt in unserer heutigen Gesellschaft. Viele Menschen verbringen stundenlang im Sitzen am PC, am Schreibtisch und dann verkürzen einfach ganz viele Muskeln und verkümmern die Bauchmuskeln. Also wenn ich jetzt so sitze, sieht man es auch, ne? Oder die Rippen. Man hat immer diese gestauchte Körperhaltung und im Yoga, da ziehen wir alle Muskeln schön auseinander und dehnen uns und von daher sollte das jeder als Ausgleich machen. Was mag ich denn gerne? Mag ich es eher ruhig oder warum möchte ich Yoga machen? Möchte ich zur Ruhe kommen? Brauche ich wirklich ganz viel Entspannung? Dann ist Yoga Nidra, das ist so ein Yoga-Stil, ganz angebracht. Und wenn man aber wirklich sich rauspowern möchte, körperlich viel machen möchte, dann sind ja, Vinyasa Flow-Yoga oder Power-Yoga gute Stile. Das ist für beides gut. Also wenn ich zum Beispiel unterrichte, dann mache ich das immer so, dass ich am Anfang eine Entspannungsphase habe, dann wird es richtig anstrengend und am Ende bekommen die Teilnehmer aber auch ihre Tiefenentspannung. Und das ist gerade dieser Wechsel, der Yoga auch so attraktiv macht. Ich hatte neulich eine Teilnehmerin, die sagte nach der Stunde, ja, das ist beim Yoga so toll, man geht raus und ist nicht so wie bei, ich weiß nicht, beim Boxtraining vielleicht so richtig kaputt, richtig erschöpft, sondern durch diese Tiefenentspannung hat man dann doch wieder Kraft und kommt raus und fühlt sich aufgeladen positiv mit Energie. Man ist nicht so schlapp und ja, ausgepowert. Ich würde jetzt mal mit dem Baum anfangen. Das ist, glaube ich, eine Yoga-Übung, die kennt fast jeder, auch wenn man noch nie Yoga gemacht hat. Den Baum, davon hat man auf jeden Fall gehört. Das ist eine tolle Erdungsübung, also einfach um sich so zu erden. Das kann man auch machen, vielleicht bevor man jetzt als Schüler eine Klausur schreibt oder ein Vorstellungsgespräch hat oder irgendwie Situationen, in denen man aufgeregt ist. Einfach den Baum vorher machen und dann ist man gleich so geerdeter und hat wieder so das Gefühl, ich habe alles im Griff und den Boden unter den Füßen. Dafür verlagert man das Gewicht auf ein Standbein. Ich fange jetzt mal mit rechts an. Rechts ist mein Standbein. Und den linken Fuß löst man. Und dann gibt es drei verschiedene Varianten. Das ist beim Yoga auch ganz toll. Man kann immer verschiedene Varianten auswählen, je nach Erfahrung oder wie weit man schon ist. Und entweder setzt man den Fuß dann oberhalb des Knöchels ab oder oberhalb des Knies. Oder was ich immer gerne mache, in die Leiste legen. Ja, da muss man dabei den Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Dann hat man gleich die Balance, gleich eine gute Haltung. Da bringt man die Hände vor seinem Herzen zusammen. Immer ruhig, dass die Daumen auch das Brustbein berühren. Und Spannung. Ja, wenn man schon die Arme hängen lässt, wird es schon schwierig. Also immer Spannung, kein Überdruck, aber immer eine Spannung haben. Schön aufrecht, wirklich vom Steißbein bis zur Schädeldecke. Und wenn man sich hier sicher fühlt und wieder einen Schritt weiter gehen möchte, dann kann man dem Baum auch seine Arme geben oder Äste. Die Arme nach oben ausstrecken, Schultern schön tief sinken lassen, weg von den Ohren.
Und dann bleibt man hier und atmet ein bisschen. Und wenn man sich sehr, sehr sicher fühlt, kann man auch die Augen schließen. Da braucht man aber wirklich schon sehr gute Balance. Aber man kann es auch einfach mal ausprobieren. Ja? Mehr als umfallen passiert nicht. Dabei hat sich, glaube ich, noch nie jemand verletzt. Und wichtig ist, finde ich auch mal persönlich, so geführt, wie man in die Übung hineinkommt, so geführt und langsam kommt man auch wieder hinaus. Das heißt, ich bringe dann wieder die Hände ganz langsam vor meinem Herzen zusammen und dann löse ich ganz langsam den Fuß. Spür kurz nach, weil das ist dann immer ein ganz anderes Gefühl. Das rechte Bein fühlt sich jetzt an wie so ein Stock, so ein bisschen schwer. Das heißt, wir müssen das natürlich auf der anderen Seite auch machen, damit man wieder in der Balance ist. Die nächste Übung, die ich auch sehr gerne mag, ist der hinabschauende Hund. Kommt in den Sonnengrüßen vor. Die Sonnengrüße, das ist so ein Aufwärmtraining, kann man sagen, beim Yoga. So verschiedene Asanas im Flow, die man so ein paar Runden lang macht und danach ist man super vorbereitet für alle anderen Übungen, die noch so kommen. Ich mache ihn dir mal vor. Und zwar bringst du die Hände auf deine Matte, spreizt wirklich die Finger weit auseinander, gibst immer Druck auf die Fingerkuppen, das entlastet die Handgelenke. Und dann stellst du die Füße zurück, circa hüftbreit und schiebst dann dein Gesäß nach oben und die Fersen möchten nach unten, also das ist so eine Gegenbewegung. Die Fersen möchten nach unten und das Gesäß nach oben. Der Kopf ist ganz entspannt zwischen den Oberarmen, den Bauchnabel ziehst du sanft nach innen. Okay, der Kopf ist ganz entspannt zwischen den Oberarmen und man drückt sich mal schön von den Händen weg. Zieht die Rippen leicht nach innen, also nicht so ein Hängemattengefühl, dass man total durchhängt, sondern immer so ein bisschen Spannung. Ja, gerade wenn man flexibler ist, sollte man darauf achten, dass man immer ein bisschen Spannung trotzdem behält. Das kann man dann so viele Atemzüge halten, wie man möchte. Und man merkt ganz toll, wie die einzelnen Wirbel auseinandergezogen werden im Rücken. Das ist wirklich eine ganz tolle Übung, gerade wenn man viel am Schreibtisch sitzt. Genau, wir hatten ja darüber gesprochen, dass viele Menschen mit Yoga anfangen, weil sie Rückenprobleme haben, viel im Büro, am Schreibtisch sitzen. Und was passiert dann? Der untere Rücken wird gestaucht, die unteren Wirbel rutschen alle so zusammen und das kann irgendwann richtig Schmerzen bereiten. Und da gibt es eine Yoga-Übung, die Vorwärtsbeuge im Sitzen. Die zeige ich jetzt mal und die ist wirklich ganz toll dafür. Man setzt sich in den langen Sitz, zieht so ein bisschen sein Sitzfleisch nach rechts und links zur Seite, dass man wirklich geerdet ist und auf den Sitzbeinhöckern sitzt. Flex die Füße, das heißt, man zieht die Zehen immer zu den Schienbeinen, macht die Kniekehlen ganz glatt, also hat ganz schöne langgestreckte Beine, zieht den Bauchnabel sanft zur Wirbelsäule, richtet sich schön auf. Man kann sich immer vorstellen, man hätte so an der Schädeldecke so Fäden, wie so Marionettenfäden, die einen so ganz sanft aufrichten. Dann hat man schon eine ganz tolle Haltung. Dann bringt man mit der Einatmung die Arme über die Seiten nach oben, sodass die Handflächen sich anschauen. Achtet immer darauf, dass die Schultern schön tief sitzen. Ja, die Schultern und die Ohren, die wollen immer kuscheln. Also ganz oft machen Teilnehmer sowas. Und man muss wirklich mal darauf achten, Schultern weg von den Ohren. Ich glaube, das sage ich in meinen Kursen, ich weiß nicht wie oft. Okay, und mit der Ausatmung kippt man dann aus dem Becken heraus den Oberkörper nach vorne, möglichst mit langem Oberkörper. Und dann greift man, was man greifen kann. Entweder sind das die Schienbeine oder vielleicht schon die Füße. Man kann auch den Yogi-Griff machen mit Daumen und Zeigefinger um den großen Zeh herum. Und dann ist es ganz wichtig, dass nicht der Kopf ganz schnell auf den Beinen landet, sondern dass wir einen geraden Rücken haben. Also wir ziehen uns immer aus der Lende raus, versuchen es lang zu machen und denken uns eher an die Länge, gar nicht unbedingt direkt nach unten. Wenn man dann nach unten kommt, ist es natürlich toll. Aber hier werden dann wirklich die Wirbel richtig schön auseinandergezogen. Und ja, wenn man das öfter macht, dann findet man das sogar entspannt. Genau, und wenn man dann 12 Atemzüge gehalten hat, dann kommt man wieder ganz geführt raus mit der Einatmung, mit langgestreckten Armen, langgestrecktem Oberkörper, atmet aus, lässt die Schultern sinken und dann kann man in eine kleine Ausgleichsposition gehen, den Kutschersitz, dabei bringt man die Fußsohlen zusammen und kann dann einfach den Oberkörper rund nach unten hängen lassen und für ein paar Atemzüge entspannen.
Die nächste Übung ist eine meiner absoluten Favoriten. Die mache ich selbst fast täglich, weil ich sie so toll finde, weil sie auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wirkt. Egal, ob man viel gestanden ist, viel rumgelaufen ist, das ist super für die Beine, ganz entlastend. Oder man einfach so einen stressigen Tag hatte und irgendwie die Männchen hier hinter der Stirn hämmern und man nicht zur Ruhe kommt, bewirkt diese Übung, dass einfach das vegetative Nervensystem beruhigt wird. Und ich mache sie euch jetzt einfach mal vor. Man legt sich dafür rücklings auf die Matte. Wenn man, wie ich, jetzt einen Pferdeschwanz hat, guckt man, dass man den so ein bisschen wegzieht, sonst ist es störend. Stellt dann nacheinander die Beine hüftbreit auf der Matte ab. Streckt sie nacheinander nach oben aus. Und dann spannt man jetzt die Bauchmuskeln an, hebt das Gesäß von der Matte ab, legt die Hände an den unteren Rücken und kommt nach oben in den Schulterstand. Viele kennen das vielleicht vom Turnen oder Ballett so unter dem Begriff Kerze. Das ist das, was ich euch jetzt zeige. Jetzt zeige ich noch die Krähe. Das ist eine Balanceübung. Das sieht schwieriger aus, als es tatsächlich ist. Also im Prinzip muss man nur einmal diesen Punkt gefunden haben und dann stimmt alles und dann vergisst man das eigentlich auch nicht mehr. Ich mache es einfach mal vor. Und zwar kommt man dabei in so eine gehockte Haltung, setzt die Hände auf, achtet wieder darauf, dass man wirklich die Finger weit voneinander spreizt. Dann hat man einfach viel mehr Fläche und viel mehr Druck. Ich glaube, ich mogel immer so ein bisschen, ich drehe sie immer so leicht nach innen. In den Büchern ist es, glaube ich, immer, dass sie nach vorne zeigen. Ich finde, das ist ein bisschen leichter. Dann setzt man die Hände also so auf der Matte ab, schön breit, nicht mattenbreit, aber so ungefähr. Bringt dann die Oberschenkel auf die Oberarme. Und dann kann man erstmal sich so ein bisschen da so ranwagen, so das Gewicht verlagern, nach vorne, vielleicht mal einen Fuß von der Matte heben und den anderen. Und wenn man sich dann sicher fühlt, wieder den Bauchnabel sanft zur Wirbelsäule ziehen. Das machen wir bei allen Balanceübungen, das hilft immer ungemein. Und dann verlagert man das Gewicht auf die Hände und bringt dann noch die großen Zehen zusammen. Und dann ist man schon in der Krähe. Kopf schön in Verlängerung des Rückens. Und dann kann man hier eigentlich unendlich lange ausharren, bis man irgendwann keine Lust mehr hat. Und dann kommt man wieder ganz geführt auch wieder zurück. Entlastet die Hände so ein bisschen, Handgelenke so ein bisschen kreisen, vielleicht ein bisschen dehnen. Ja, und das war's dann schon. Das ist eine ganz schöne Spielerei. Und wenn man es einmal geschafft hat, die meisten freuen sich dann wie wahnsinnig und machen es auch gerne immer wieder. Schultern immer weg von den Ohren, Bauchnabel sanft an die Wirbelsäule, mit dem vorderen Bein schön tief gehen. Dann hält man den ein paar Atemzüge, dann öffnet man den Krieger Nummer 2. Achtet darauf, auch hier die Schultern zu senken, beide Arme möglichst auf einer Ebene zu halten und der Blick geht dann über den langgestreckten vorderen Arm nach vorne. Dann kann man von hier aus in den friedvollen Krieger überwechseln. Von dort dann in Trikonasana, das Dreieck. Dann öffnet man nochmal in den Krieger Nummer 2, verlagert dann das Gewicht auf das vordere Bein und kommt in Krieger Nummer 3. Bringt Arme, Rumpf und Bein ungefähr auf eine Ebene parallel zum Boden, Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule. Und wenn man da noch weitergehen möchte, kann man das Bein anwinkeln.
und die Oberschenkelmuskulatur noch schön dehnen. Und dann löst man auf.